Wer hat dieses Foto gepostet? Das kann doch nicht wahr sein. Arme Bianca. Ja klar, es ist nicht nett, Fotos von ihr bei der Arbeit zu posten. Ihre Follower flüchten ja alle gerade schlagartig. Dieses überaus seltsame Phänomen der Blogflucht sollte mal durch eine systematische Untersuchung mit klar definierten Hypothesen erforscht werden. Vielleicht konzentrieren wir uns besser auf die Identität von Spy Number One. Und wer bitteschön ist dieser Spy Number One? Habe ich was verpasst? Ein Foto von Bianca im Aufzug einer Kellnerin auf der Website der Schule. Die Idee ist genial. Grausam, aber genial. Bist du das etwa gewesen? Wie jetzt? Nein, ich bin das nicht gewesen. Das heißt also, ich bin das nicht gewesen. Und genau das ist das Problem. Wer wagt es, anstelle von mir so böse zu sein? Ein gewisser Spy Number One. Oder eine gewisse Spy Number One. Er oder sie hat ein Nickname benutzt. Niemand kennt seine oder ihre Identität. Eine anonyme Klatschtante, die die Leben der Schüler zerstört, indem sie ihre Geheimnisse öffentlich macht. Dann muss Spy Number One jemand von der Schule sein. Oder er oder sie hat einen Maulwurf unter uns. Überleg mal. Ich habe solche Angst deswegen. Keine Sorge, Edu. Das wird nicht lange dauern. Ich werde ihm oder ihr schon zeigen, wer die wahre Böse ist. Jacques è come una lumaca chiusa nel suo guscio. Non vuole che nessuno entri nel suo mondo, nemmeno la sua bella. Avrà qualche segreto da nascondere? Firmato Spy Number One. Ma di che parla? Ma cosa volete che ne sappia di me, un perfetto sconosciuto? E poi chi è Spy Number One? Prof, scusi, posso uscire? Potete andare tutti, ragazzi. Per oggi abbiamo finito. Io te lo dicevo che era strano. E ora che Spy Number One ti dice che ha un segreto, che fai? Ci credi? No, non ci crede. Vero, Maggie? Certo, so che non mi nasconde niente. È solo molto riservato. E comunque questa storia della gossipara meschina deve finire. Sono io la cattiva qua dentro. Spy Number One hat Maulwürfe, die auf uns angesetzt worden sind. Sie glaubt sicher zu sein, weil keiner weiß, wer sie ist. Nur kennt sie ja noch nicht meine Waffe. Klasse! Und welche? Dich. Mich? Sicher, weil du rausfinden kannst, wer sie ist. Ganz bestimmt nicht. Wie bitte? Du bist doch hier wohl die Expertin für Technikfragen. Und auch verrückt nach Mode. Hm. Bloß weil ich mich mit Technik auskenne, werde ich keine Hackerin, Nausicaa. Aber vielleicht könnte ich ja online fragen. Also bitte, los geht's. Was Neues? Ja. Einen Verbündeten. Er nennt sich Cybermaster und ist als Hacker erste Klasse. Er hat mir ein Programm geschickt, das enttarnt die wahre Identität von Spy Number One. Hey, perfekt. Und jetzt starte ich und... Und? Es funktioniert nicht. Was soll's, ich muss jetzt zum Unterricht, ja? Oh. Du gehst nirgendwo hin. Oberste Priorität ist, wir finden den Spion. Okay. Ich denke, wir suchen Spy Number One. Ja, aber... Cybermaster war klar und deutlich. Das alles funktioniert elektromagnetisch. Ich hab's verstanden, aber es wir ist normal, wir brauchen die Antenne. Bitte. Gut so. Los, ausprobieren. Funktioniert es? Und blinkt jetzt die grüne Kontrollleuchte? Nein. Zu seltsam. Cybermaster sagt, da ist irgendwas falsch gelaufen. Ah, er will jetzt sehen, ob wir seiner Anweisung gefolgt sind. Warte mal kurz, ich mache ein paar Fotos. So. Endlich fertig. Ja. Sieh nur, sieht doch gut aus. Oh, abscheuliche Nachricht. Die Moodboards haben jetzt schon einen Strike. Was ist das? Eine Krankheit? Nein, das ist eine Strafe. Sie sagen, ihr hättet das Urheberrecht verletzt. Die spezielle Uniformjacke ist die gleiche, die Philly Jones trägt, eine aufstrebende französische Künstlerin. Philly wer? Und wer brachte uns auf die Idee mit der Jacke? Wer wohl? Spy Number One. Sie hat uns sabotiert. Ja, und was jetzt? Ganz ruhig, Leute. Wir kriegen das schon hin. Hashtag, die Überraschungen wollen nicht enden. Um was geht's jetzt schon wieder? Eine Nachricht von Spy Number One. Warum schickt sie dir eine Nachricht? Was weiß ich? Aber ich stehe wohl heute auf ihrer Liste. Und sie will mich damit einschüchtern, garantiert, aber ich lese die nicht. Spy Number One, ich tappe nicht in deine Falle. Manchmal ist Flucht die beste Verteidigung.
Ich habe keine Angst vor Spy Number One. Ich bin doch viel stärker, oder? Wie gesagt, man sollte nicht alles öffnen, was man geschickt bekommt. Euer Video hat im Netz schon hunderte von Likes. Das wundert mich nicht. Die Pyjamas sind wirklich stylisch. Und die Idee für das Video genial. Ich bin stolz auf euch. Tut mir leid, Leute, wir haben ein Problem. Welches Problem denn? Wir haben die Challenge gewonnen. Wir sind stylisch. Nein, also nein. Das hier ist der Verdacht des Plagiats. Ihr seid Plagiatoren. Genau das wird euch hier vorgeworfen auf der Website der Schule. Vorwurf? Von wem? Eine gewisse Spy Number One. Nein, schon wieder sie? Ich werde sie... Es gefällt uns nicht, dass der Hinweis anonym ist. Aber wir müssen wohl zur Kenntnis nehmen, dass seit ein paar Monaten... Ein ähnliches Video existiert, das zwar nur wenige Klicks hat, aber... Laut Aufgabe muss die Idee von euch sein. Und nun wissen wir eben nicht, ob ihr... Wir haben keine Ideen kopiert. Wir wissen nichts von diesem Video. Ja, aber das Gesetz ist nun mal die Regel. Also ich meine, die Regel ist Gesetz. Und wegen dieses Hinweises bekommt ihr leider einen Strike. Nicht noch ein. Das ist der zweite Strike. Und im Falle eines dritten wird der Channel deaktiviert. Du möchtest im Ranking an die Spitze? Ich helfe dir, die Nummer 1 in Beliebtheit. Von Spy Number One unterschrieben. Und wie machen wir das? Ich helfe dir und du hilfst mir. Und zusammen werden wir die beliebtesten bösen Menschen der Schule. Sagt mal, ist das nicht irgendwie komisch, wie sie sich ausschließt? Laut Professor Bevilacqua ist sie wohl ein Mysterium. Da bin ich. Ich weiß, dass ich euch nicht gefehlt habe. Echt, Nausicaa. Wo ist Bianca? Kümmert sie sich um ihre Frisur? Nein, sie sucht die Stoffe für unsere Kollektion aus. Entschuldigt, Marie. Sie schickt mir Infos über ihre Ankunft morgen. Sie ist so... umsichtig. Ich mag keine Kollektion, die vom alten Rom inspiriert ist. Nausicaa, sei mir nicht böse, aber du solltest dich einfach drauf einlassen. Das macht ihr nur, weil ich auf dem vorletzten Platz im Ranking bin. Nausicaa, jetzt lass doch mal dieses Ranking. Das ist sowas von albern. Stimmt nicht. Ihr habt ja keine Ahnung. Echt zum Heulen, dass sich alles um sie dreht und keiner interessiert sich für mich. Hast du dich entschieden? Das ist die ultimative Chance, um endlich beliebt zu sein. Du hast es verdient. Aber es ist wahr. Die Beliebtheit steht mir zu. Spy Number One. Du sollst Informationen erhalten. Ich werde dein bester Maulwurf. Maggie. Warum war denn euer armer Versager-Papi nicht beim Konzert? Schämt ihr euch? Schon wieder Spy Number One. Das ist wirklich gemein. Irgendwann fliegen sie auf. Und wenn es das letzte Rätsel ist, das wir lösen. Wie kommt sie darauf, dass Papa versagt hat? Schon gut, Bianca. Wir finden sie. Und wir finden raus, wer Papa das angetan hat. Das Unternehmen wird gerettet. Doch jetzt durch uns, okay? Okay. Wenn wir die Geheimnisse der Menschen kennen, die wir lieben, dann lieben wir sie noch mehr. Wir waren uns noch nie so nah. Wir werden unsere Familie verteidigen. Keine Angst mehr vor Geheimnissen. Jetzt wird es Zeit, euch den Ehrengast für unseren Tag der offenen Tür vorzustellen. Es ist eine prominente Influencerin. Eine Spezialistin, die beeinflusste junge Leute beeinflusst. Sie wird auch die Abschlussrede halten. Und Maggie wird nun die Ehre zuteil, hier sie den ganzen Tag zu verwöhnen. Wunderbar. Da bleibt mir ein langweiliger Professor erspart. Absolut sicher. Sie ist ein wunderschönes Mädchen. Darf ich vorstellen, Marie Laura? Guten Morgen, Herr Direktor. Oh, nein. Hallo, Jacques. Hallo, hallo Leute. Hallo. Hallo. Das darf nicht wahr sein. Maggie, bleib ganz ruhig. Das ist Maggie. Sie wird sich dir heute mit Freude voll und ganz widmen und alles Mögliche und auch Unmögliche für dich tun. Maggie, ich bin ja so glücklich, dich kennenzulernen. Und ich erst.
Sehr schön. Also, frohes Schaffen euch allen. Jacques. Wie geht's? Wie schön, dich zu sehen. Bianca, dieser Ehrengast, das ist Marie. Maggie, bloß nicht weglaufen. Tu so, als wäre sie willkommen, aber versuch sie loszuwerden. Natürlich. Sehr schön. Hast du etwas für mich? Liebe Spy Number One, heute werde ich so lange suchen, bis ich etwas für einen niederträchtigen Tratsch gefunden habe. Alles okay? Spy Number One hat's jetzt auf mich abgesehen. Bianca, du würdest doch nie etwas tun, was ich nicht will, oder? Nein, niemals. Aber wieso bin ich dann immer noch im Rennen beim Fotomuseum? Ich habe meine Bilder nicht abgeschickt. Ich weiß nicht. Vielleicht hat das jemand für dich getan. Na schön, ja, ich war's. Ich habe das für dich gemacht, um dir klarzumachen, dass... Daran nicht teilzunehmen, war meine Entscheidung. Wie immer steckst du deine Nase in die Angelegenheiten anderer. Ich bin groß, ich brauche kein Kindermädchen. Okay, ich rufe jetzt die anderen wegen der Versammlung an. Und worum geht's? Um die Skizzen. Oh. Ja, genau. Stimmt's, Bianca? Ja, absolut. Wie soll ich jetzt die anderen anrufen, ohne dass sie das mitkriegt? Schick ihnen eine Nachricht. Okay, mach ich. Was ist los? Wir organisieren eine heimliche Versammlung. Ohne Maggie. Psst. Okay, fehlt nur noch Jacques. Quinn, das ist gerade total unpassend. Nein! Nein, nur ich dachte mir so, was den Protest gegen den sauren Regen betrifft, wie wär's vielleicht mit Regenmänteln? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Los, komm, zeichnen wir was. Nausika, du informierst Jacques, okay? Gut. Informiere ich ihn oder nicht? Ich tu's nicht. Weißt du, Quinn, du wolltest doch, dass ich Jacques eine Nachricht schicke. Ja, was du nicht getan hast. Ich werde dir noch alles erklären. Wichtiger ist jetzt, ich habe für Spy Number One gearbeitet. Du? Ja, ich. Ich bereue das ganz furchtbar. Ich war so eifersüchtig auf eure Band, auf eure Gruppe. Ja, die Moodboards, die sind immer zusammen, immer gut gelaunt, aber ich war nur das Mauerblümchen. Ich fühlte mich abgehängt und richtig allein. Und deswegen hast du für Unruhe gesorgt? Ich war blind und wusste mir nicht mehr anders zu helfen. Aber jetzt weiß ich, dass das die falsche Wahl war. Ich werde nie eine von euch sein können. Aber Nausika, du bist eine von uns. Ich find's schrecklich, dass du dich so gefühlt hast. Niemand von uns wollte das. Aber du hättest uns das sagen müssen. Das stimmt. Meinst du, sie werden mir das verzeihen? Werden sie nicht, weil es unser Geheimnis bleibt. Danke. Aber Spy Number One werden wir jetzt endlich auffliegen lassen. So gemein, wie es irgendwie geht. Okay, dann lass dir mal jetzt die Feier nicht entgehen. Wo steckt der Kerl denn? Du es so erfährst, tut mir leid. Aber ich kann nicht mehr lügen, weißt du? Musstest du das? Geh doch zurück in dein schäbiges Leben mit deinen kleinen Freunden hier. Marco, Simon oder wie sie auch heißen, machen sie schon. Fahren sie. Hey, Leute! Jacques, was machst du denn hier? Du bist viel zu spät. Ja, das seid ihr auch, wie ich sehe. Ja, aber wir sind für die Feier nicht so wichtig, weißt du? Doch, ihr seid die Wichtigsten. Was läuft hier gerade? Ihr zwei? Heißt das, ihr seid wieder zu zweit? Genau, Edu. Ab jetzt sind wir wieder zu zweit. Und keiner wird uns trennen, wir gehören zusammen. Die Feier kann steigen, nicht wahr? Und zwar sofort, aber wo? Im Milky Way, oder? Ja, gehen wir. Hier liegt ja ein kaputtes Handy. Oh, meine Leidenschaft! Hey, wartet auf mich! Und
unglaublich. Wir sind in einer Notsituation, verfolgt von Gartenzwergen und dann noch dieser komische Zauberer, der immer lächelt in den schlimmsten Situationen. Und du sitzt hier und spielst mit einem Handy? Das ist nicht irgendein Handy. Ja, es ist das brandneueste Modell. Was erwartest du von Marie? Ich fühle mich wie eine große Wissenschaftlerin kurz vor einer atemberaubenden Entdeckung. Warum befindet sich deine Nummer auf ihrem Handy? Wart ihr etwa Freundinnen? Ich, Maries Freundin? Wo denkst du hin? Warum sieht das so aus, als hättest du ihr vor kurzem Nachrichten geschickt? Eloise, das ist absolut unmöglich. Es sei denn, Marie ist eine Tratschtante. Was machst du? Ich war kurz davor, was aufzudecken. Du hast schon viel zu viel aufgedeckt. Und die Geschichte verändert. Unsere Geschichte. Ich kann dir nicht folgen. Aber das solltest du, weil ich dank dir jetzt die Böse in diesem Märchen besiegen werde. Spy Number One. Entschuldigt die Verspätung, aber wir haben einen Gast. Ich habe nicht viel Zeit, Jack. Ich denke mal, du willst dich entschuldigen. In Wahrheit habe ich dich angerufen. Und du solltest uns um Entschuldigung bitten. Was ist denn hier los? Marie möchte uns die Geschichte einer Prinzessin erzählen, die so eifersüchtig und gemein war, dass sie sich in eine Tratschtante verwandelte, um ihren Geliebten von seinen Freunden fernzuhalten. Ich glaub's ja nicht. Marie, bist du etwa Spy Number One? Und ich habe mir noch Mühe gegeben, sie hier aufzunehmen wie eine Freundin. Warum hast du das getan? Für dich. Danke. Du hast mir die Augen geöffnet, wie ich nicht sein will. Ihr seid ja so armselig. Und wir lassen sie einfach davonkommen? Sie bekommt schon noch ihre Strafe. Sie wird einsam bleiben. Für immer. Sag mal, Nausicaa, ist das nicht ein bisschen zu nett? Du bist die Beste. Umarmung. Okay, aber das reicht jetzt. Von Umarmungen wird mir immer noch schlecht. Ciao, Germany.